Das Gesundheitsministerium hat festgestellt, dass es auf dem Land viel zu wenige Hausärzte gibt. Ganz anders hier in Gundelsheim. Da würde nach Umfrage jeder Vierte einen weißen Kittel gerne tragen. Und heute Abend haben wir zwei hier in der Deutschmeisterhalle, die sich als die neuen Landärzte bei Ihnen vorstellen möchten. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielleicht wissen Sie es schon, wir sind die neuen Landärzte hier in der Region. Wir nutzen hier die große Sache und wollen ein bisschen Werbung machen. Wir haben euch ein Flyer ans Auto geklemmt, wo ihr unser Angebot lesen könnt. Montagmorgens gibt's für Kreislaufschwache ein Gläsle Sekt, um aufzuwachen. Dienstag steht hier schwarz auf weiß, gibt's Fiebermesse zum halben Preis. Am Mittwochmorgen im Labor gibt's Preisnachlass für den Kirchenchor. Donnerstags nach Vereinbarung gibt's Magen- und Darmspiegelung. Als Angebot im Doppelpack mit 50% Preisrabatt. Weil wir das gleiche Instrument benutzen und das müssen wir dann nur einmal putzen. Wir haben auch immer unseren Notfallkoffer dabei, weil irgend so ein Notfall kann immer mal sein. Da kann man so allerlei Sachen drin finden, Verbandsmaterial, Pflaster und Binde. Was gegen Durchfall und gegen Arthrose? Hier haben wir was für eine schnelle Narkose. Wir haben hier, da könnt ihr schauen, Viagra Woman, ganz neu für Frauen. Das ist eine blaue Creme, eine feine, die schmiert die Frau sich auf die Beine. Und stundenlang ohne Problem kann sie dann in der Küche stehen. Die Beste. Die Beste. Die beste Medizin in jedem Alter, das ist der Blutwurz vom Heidingers Walder. Von dem zwei, drei Gläschen am Morgen genommen, da kann jede Grippewelle kommen. Das ist und bleibt die beste Arznei. Schenkt dir doch eine gleich mal ein Ei. Außerdem haben sie gesagt, dass wir euch abhören sollen, weil die Amis das so wollen. Sag mal, ich glaube, ich bin. Da war doch gerade noch Viagra drin. Jetzt gucken wir mal da noch. Jetzt sieht doch der Strobel da so unschuldig aus. Und klaut uns das Viagra raus. Ha, ohne Witz. Vielleicht war es auch der Juratovic. Oder macht Dinger, vielleicht war es sogar der Ebse Ginger. Jetzt gehen wir aber da rauf und gleich mal da raus und schrauben die uns den Koffer noch voll aus. Und beim nächsten Mal. Da kommen ab 4 Tabletten in die Viagra-Dose. Dann geht der Schuss nämlich nach hinten los. Jetzt guckt er sie mal an. Jetzt guckt er die mal an, die Damen und Herren. So krank wie die aussehen, kann man doch gar nicht werden. Wobei, heute sehen sie noch gut aus. Heute sind sie noch schön. Du sollst die erste Mal am Aschermittwoch sehen. Hat jemand Arzneimittel bei uns bestellt, dass man die Kampagne besser durchhält? Für die geplante Führungsspitze gibt's dreimal Leck mir am Arsch zum Spritzen. Fürs Prinzepaar habe ich in meinem Kittel ein mittleres Betäubungsmittel. Und um die Stimmung stets zu retten, eine Großpackung an Lachtabletten. Willenlos von Dr. Bär für die Party hinterher. Und misch mal weiß nichts mehr ins Essen, ich am nächsten Tag alles vergesse. Nehmen wir die ganze Karton voll mit dem Scheiß, das verkaufen wir nachher zum Einführungspreis. Meine Damen und Herren, hier ist der Beweis. Es gibt sie nach wie vor, die Halbgötter in Weiß. Mir wurde als Ärzte erst sehr spät berufen durch die Gesundheitsreform der neuesten Stufe. Ich bin ja eigentlich Veterinär. Dachte mir aber, Landarzt ist auch nicht so schwer. Und Frau Bürgermeister hat gesagt, es würde sich lohnen, weil nämlich hier in Gundelsheim eh nur Rindviecher wohnen. Ich war mal Metzger mit einer Metzgerei und machte in Schlachthaus eine Arztpraxis rein.
Und wo man früher gemetzgert hat, Tag ein und Tag aus, da machen wir heute also mal ein Blindärmel raus. Von uns wird jetzt praktisch alles abgedeckt, von der Maul- und Klauenseuche bis zum grippalen Infekt. Wir bekamen noch einen Grundkurs in Zahnmedizin, wir können also auch Zähne ziehen. Und neulich, da war eine junge Dame im Haus, bei der da musste der Weisheitszahn raus. Darauf sagt die Hübsche ganz beklommen, oh je, da würde ich ja lieber ein Kind bekommen. Ja. Das müssen Sie sich aber schnell überlegen, habe ich gesagt, weil in einer Stunde ist Schluss. Und ich muss halt wissen, wie ich den Stuhl einstellen muss. Der Juranovic kam rein und sagt an der Theke, wir sollten ihm doch einen Schluck auf was geben. So hab ich gleich ausgeholt und dann hat's geschallt. Dann hab ich dem Josef erst mal geknallt. Dann kriegt er einen Rippel so rot wie seine Weste. Und ich sag, gegen Schluck auf, ist das immer noch das Beste? Er hebt seine Backe, die wird grün und blau. Und sagt, den Schluck auf hab nicht ich, den hat meine Frau. Bei akuter Personalnot helfen wir als aus im Plattewald im Krankenhaus. Da war die Visite mit Professor Dr. Kreuth. Der war schon recht alt und auch ziemlich zerstreut. Und beim ersten Patienten sagt er, was ist das? Da lag einer drin, der war richtig blass. Haben Sie dem schon Blut genommen? Ha, wie sieht denn der aus? Na klar, wie gesagt, aber mehr wie 6 Liter kriege ich halt einfach nicht raus. Und nach der Untersuchung der einzelnen Leiden versucht er, in seine Akten zu schreiben. Er hatte es dann mehrere Male probiert, doch sein Schreiber, der hat einfach nicht funktioniert. Dann sage ich zu dem Gesundheitsvertreter, aber Herr Professor, das ist doch ein Fieberthermometer. Dann gehen Sie mal gucken, sagt er ganz direkt, in was für einem Hinterteil, dass mein Kuli drinsteckt. Letzte Dienstag um 5 oder vielleicht etwas später kam so eine Kleine, die war nicht viel größer wie ein Meter. Immer wenn's regnet, sagt sie, und manchmal bei Schnee, da tut ihr da untenrum alles weh. Bei meiner Untersuchung jedoch war alles normal und ich sagte, kommen Sie doch, wenn's regnet, nochmal. Und am Mittwochmorgen, 9:45, da kam ein Gewitter und es regnet in Strömen. Kurz drauf kam sie dann wieder vorbei und ich sagte, na dann machen Sie sich mal frei. Jetzt sehe ich's genau, wo es herkommt, ihr Leiden. Aber da müssen wir leider ein klein wenig schneiden. Das machen wir geschwind so, da brauchen wir keine Spritze und die Frau hält die Luft an. Und fängt an zu schwitzen. Und ich schneide von oben und von unten und von rechts und links. Nein, und kurze Zeit später waren die Schmerzen vorbei. Herr Doktor, Sie sind ja ein großes Genie. So schnell geheilt wurde ich bisher noch nie. Und ganz ohne Schmerzen, ich hab überhaupt nicht gelitten. Und ich hab gesagt, aber ich hab doch nur den Rand von dem Gummistiefel abgeschnitten. Außerdem machen wir, und das ist der Renner, alle 4 Wochen Sprechstunde für Männer. Da wird dann meistens über Fußball diskutiert und ab und zu mal ein Schnäpsle probiert. Und nach dem 2., 3. Obstschlotter rucken die dann raus mit den Sachen, über die die nicht schwätzen zu Hause. Der Katscher gesagt, der findet sau blöd, dass beim Pinkeln der letzte Tropfen immer in die Hose reingeht. Das ist ganz normal, sage ich. Das Problem hat jedermann. Weil nämlich der Pullermann halt einfach nicht so machen kann. Der Gutwein kommt nach der Sitzung betrunken nach Haus, dann schleicht er ins Bett und 2 Stunden später fällt er wieder raus. Seine Frau wacht dann auch auf und tut mit dem Streiten und das will er ja, wenn möglich, vermeiden. Ich kann Ihnen hier mal Viagra mitgeben, das hilft meiner Meinung nach auf alle Fälle. Aber ich hab doch da keine Lust mehr, sagt er, um umeinander zu tollen. Nee, sag ich, das ist, dass ich nicht mehr aus dem Bett rausrolle. Und der Riedler druckst er Strom und dann fragt er doch, der will auch die Dinger. 3,5 Stück in der Woche.
Bei Ohm oder zwei würde ich mich ja gar nicht beschweren, aber 3,5 Stück, das muss er erklären. Sonntagabends haben wir Spaß, ich und meine Frau, da brauche ich nur eine, die reicht ganz genau. Und jetzt, Sechter, muss ich mich auf ihre Schweigepflicht berufen, denn am Mittwoch, da tue ich noch eine Freundin besuchen. Und meine Frau meint, ich bin beim Fische und denkt sich nichts dabei. Und weil ich mich doch nicht blamieren will, brauche ich halt zwei. Und am Freitag, Sechter, da gehe ich ins Sauna, ins Kurhotel am Stausee. Da reicht mir halbi, weil da muss er nur gut aussehen. Es wird immer wieder festgestellt, Lachen ist die beste Medizin auf der ganzen Welt. Drum könnt ihr heute nichts Besseres machen, als euch einfach gesund zu lachen. Und wer wie mir der Fasching braucht zum Dampf ablassen, der soll halt ruhig die Sau rauslassen. Feiern bis der Tag erwacht, das gehört dazu an Fasenacht. Und wer am Montagmorgen bei uns erscheint und hat die Eintrittskarte dabei von heid, der wird von uns dann krankgeschrieben und kann wieder ins Bett neiliechen. Denn wenn ihr wüsstet, was Politiker und Wirtschaftsbosse sich alles verschreiben lassen, Schmiermittel in große Flasche, geht alles in die eigene Tasche. Und das noch ohne groß zu mucken. Die brauchen auch keinen Schlauch zu schlucken. Denn regelmäßig und in große Dose kriegen die den Zucker in eine Neigeblose. Von einer lieben Krankenschwester und dabei spielt das Blasorchester. Vom Pharmakonzern aus Frankfurt am Main, noch horch, was kommt von draußen rein. Und solange wir alle hier im Saale sogar für kranke Grieche zahlen. Und der deutsche Michel, der blöde Hund, wird immer kränker statt gesund. Solange haben wir kein schlechtes Gewissen, denn am Montag wird vor der Klone Mann jetzt einmal beschissen. Drum kommt am Montag bei uns vorbei. Wer kommt, der kriegt eine gelbe Schei. Für den erhalt der Narretei. Jetzt halten wir aber unseren Mund. Ade, macht's gut und bleibt gesund. Hello! Ja. Unsere beiden Landärzte, Kolb und Kolb, Maxi und Hartmut. Meine Damen und Herren, ich gebe den beiden eines mit auf den Weg. Geht direkt in die Praxis. Ich glaube, da stehen die Ersten jetzt schon an. Jeder will morgen der Erste bei euch sein, behandelt zu werden. Auf unsere beiden Landärzte, ein dreifach donnerndes Gundelsheim. Hello! Gundelsheim. Hello! Gundelsheim. Hello! Und ab in die Praxis.